Vielleicht findet man noch irgendjemanden, den wir ans Bein pissen können. Ich weiß gar nicht, warum die so aggro sind, die Typen. Ich weiß auch gar nicht, wo der hinschießt. Naja. Okay, die sind auf der anderen Seite. Ja, sind massiv auf der anderen Seite. Ja, lass uns einfach stehen. Irgendwann wird man da wieder vorbeikommen. Und wir sind wieder raus hier. So, ein bisschen schneller. Und vielleicht finden wir ja wirklich noch was. Hier können wir hoch. Da auf der Map nichts angezeigt. Scan kann ich jetzt leider nicht benutzen. Da wir ja Feinde gesehen haben, ist, glaube ich, die Cooldown-Zeit ein bisschen höher. Ich habe hungrige Kinder. Ansonsten können wir ihm hier ein erste Hilfeset geben. Was Sie da getan haben, vielen Dank. Kriegen ein paar schicke Schuhe und sind dann auch gleich da. Können wir hier durchlaufen? Give it a try. Sieht gut aus. Oh mein Gott. Was für ein Massengrab. Wir arbeiten mit allen Mitteln an einer Sicherer Bereich, okay. Mal gucken, was hier so los ist, wenn wieder ein paar Spieler unterwegs sind. Ist aber hier einiges los. Jetzt nicht ganz so. Und doch, da sind ein paar. Das beste Zeug in der Stadt. Ein Waffenhändler. Egal wonach Sie suchen, ich hab's. Vielleicht werden Sie ja nächstes Mal. Das sollten wir mal gucken. Okay. Die besten Preise in New York. Vielleicht gibt es da noch eine Alternative. Die wäre auf jeden Fall ordentlich was. Plus noch dann die ganzen Gadgets, was man halt draufbauen kann. Und dann modden wir das Ding mal. Yep. Einmal zurück. Oh, das ist natürlich geil. Guten kurzen Griff. Schraubt man da auf jeden Fall drauf. Großer Schalldämpfer. Das beste Zeug in der Stadt. Hier hat man ein bisschen Zoom. Den können wir definitiv auch mal machen. So, jetzt haben wir hier hinten. Liebes, du hast so gute Arbeit geleistet. Die Division muss dich hervorragend ausgebildet haben. Ich wünschte, meine Kinder könnten so gute Bürger sein. Aber mein Benny kriegt es ja nicht mehr hin, sich die Schuhe zuzubinden. Vielleicht kannst du ja mal mit ihm reden, wenn das alles vorbei ist. Nun ja. Das war's oder was? Die besten Preise in New York. Okay. Mehr gerechnet.
Aber wir können mal hier schnell Blitz reißen. Vielleicht gibt es ja da noch irgendwie was auf dem Anschlagbrett oder so. Aber ich glaube, das haben wir auch schon leer gepflügt. Safe House bieten unterschiedliche Dienste an, zum Beispiel Händler, Vorratskiste, Blitzreisen, soziale Knotenpunkte, Spielersuche in Neustationen. Jedes Safe House bietet außerdem eine Reihe von Einsätzen an, entspannen Sie ein neues Safe House, um Ihre Dienste und Einsätze in Anspruch nehmen zu können. Natürlich die Frage, wo man so ein Safe House herbekommen. Wird wahrscheinlich hier nicht raus können, aus dem ersten Gebiet. Hier rüber von Chelsea in das neue Gebiet, aber ich glaube nicht, dass wir irgendwie was machen können. So, wir sind back, wir sind zurück. Wir können Dinge verkaufen. Ich habe eine riesen Auswahl. Wir verkaufen erstmal. Wir haben auf der MP5 ein paar Gadgets drauf. Die werden ebenfalls verkauft. Ja, aber können wir machen, weil... Ansonsten... hätte ich sie ja wahrscheinlich schon runtergeschraubt. Das könnte Ihnen den Arsch retten. Ja, könnte. Keiner macht Ihnen einen besseren Preis. So, da gibt es ein paar Ausrüstungsgegenstände, alles klar. Gucken nochmal beim Waffenhändler vorbei. Wir haben jetzt 2600. Ska-L. Die ist schon nicht schlecht. Hey, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Modshändler. Alles nicht so interessant. Fertigungsstation ist leider nicht verfügbar. Sehr gut, jetzt gucken wir nochmal auf die Map. Wir haben hier den Einsatz. Ist abgeschlossen. Bisschen Werkzeug. Wir haben hier die Dark Zone, wo wir drin waren. Nochmal den Einsatz. Ein paar Elektroteile. Den Waffenteil, der Werkzeug. Ansonsten war's das. Ansonsten war's das wirklich. Also bei dem, was wir vorne machen können, definitiv. So. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt den Chat von den Leuten reinkriege, die am Pennsylvania Plaza sind. Sie haben... Objekte bergen. In ihrem Lager. Das wollten wir doch nochmal machen. Was? /FPS? Keine Ahnung, was die Typen machen. Wollen wahrscheinlich checken, wie viele FPS die haben. Geborgene. Nicht so allzu geile Sachen, ne? Könnten wir jetzt natürlich die Sachen zerlegen. Wahrscheinlich hier. Dann zu einer weiteren Waffe zu zerlegen. So, Shift plus F2. Da kommt man in die Settings und kann sich die FPS anscheinend anzeigen lassen. Gut zu wissen. Können wir eigentlich mal reinchecken. So, jetzt sind wir durch. Ja, komme ich ins Overlay. Könnte mir FPS anzeigen lassen. Ich habe ein Uplay Overlay. Ich habe keine Ahnung, ob ich Dextorious mit aufgenommen habe. Oder nicht. Ähnlich wie das Steam Overlay. Das ist hier im Spiel. Das ist noch aktiviert. So.
Ich bin etwas optimistischer. Alles in Ordnung? Oh, von dem können wir sogar eine Pistole. Hey. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. So. Neue Waffe. Mit Zieloptik. Und irgendwie keiner Genauigkeit. Okay, jetzt funktioniert's. Keine Ahnung, warum ich vorhin keinen Schaden mit der. Also, hä? What? So, ein paar Handschuhe noch bekommen. Gar nicht mal schlecht jetzt, die als zwei dafür zu haben. Ganz cool. Was kann man denn irgendwie. Kann man ganz kurz gucken. Anzeige. Chatfenster anzeigen. So, soll eigentlich weg sein. Da oben gibt's Stoff. Was für ein Stoff ist denn das? Ist das der gute Stoff? Die andere Frage ist natürlich, wie wir da hochkommen. Oh lol. Wie kommen wir denn noch hoch? Keinerlei Bedrohung entdeckt. Hier irgendwie die Möglichkeit. Ganz schön hier verbarrikadiert. Aber es stehen noch ziemlich viel, also wenn das Lebensmittel sind, stehen da immer noch ziemlich viel Lebensmittel rum. Gerade erst gesehen, dass hier Kisten auch noch rumstehen. Und das war anscheinend der Stoff. Auch gesehen haben, das heißt, wir müssen da gar nicht aufs Dach. Hallo? Kann er nicht hoch? Er kann da nicht hoch. Okay, dann nicht. Vielleicht gedacht, ich komme doch irgendwie hoch. Schade. Alter, komm. Komm. So, wir rennen einfach nochmal in diese Richtung. In der Hoffnung, noch irgendwie kurz was zu finden. Was haben Sie bloß für ein Problem? Das weiß ich auch nicht. Ganz ruhig. Gibt es eigentlich die Möglichkeit? Das interessiert mich jetzt schon. Na. Anscheinend nicht. Finde ich okay. Finde ich gut. So, vorne gibt es wieder ein paar miese Typen. Okay, hat man die auch immer erledigt. Ich glaube, die spawnen sowieso random. Immer wieder. Bin mir ziemlich unschlüssig, ob man die Möglichkeit hat, wirklich die ganze Stadt zu clearen. Halte ich eher für nicht möglich. Ansonsten ist doch, wie schon gesagt, recht wenig los. Jetzt hier nochmal ein District. Da waren wir auch schon mal.
Die Stadt scheint noch ziemlich, ziemlich groß zu sein. Ich denke, man hält sich halt in diesem Gebiet auf und levelt dann immer wieder weiter. Die verschiedenen Zonen der Dark Zone. Kann außenrum ein bisschen was freispielen. Aber wenn halt die Operationsbasis immer da ist, ist halt, ja, wenn man keine Möglichkeit hat, eine Schnellreise da oben hin zu machen, eine Schnellreise da runter und dann wieder hochlaufen, ist halt schon semi-optimal. Weniger geil. Aber gut. Ja, entschuldigen Sie. So, dann würde ich sagen, wir machen hier noch die Türen zu. Braucht ja keiner offen zu haben. Und wie gesagt, wenn das Spiel, ich werde es mir auf jeden Fall überlegen. Sieht soweit ganz cool aus. Hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, denn ich werde ab hier jetzt mal die Beta für mich sein lassen. Und wir gucken einfach mal, beziehungsweise ich gucke einfach mal, ob ich denn die Zeit, die Lust, das Vergnügen daran habe, das Spiel auch so zu bringen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr habt ein bisschen Einblick bekommen, falls ihr die Beta nicht habt selber spielen können. Aus welchem Grund auch immer. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr schaut irgendwo anders wieder mit rein. Bis dato wünsche ich euch alles, alles Gute. Ich bin raus hier, man sieht sich. Ciao.